Der Wettbewerbsname gab das Ziel für alle Teilnehmer vor. Der erste Platz sollte es sein. Schließlich ging es nicht nur um irgendeine Trophäe, sondern eben um den Pokal der Vereinsbesten. Da es aber nur einen Gewinner geben kann, war das Beste für viele Schwimmerinnen und Schwimmer nicht genug. Wie gut, dass der Landestrainer bei der Bewertung der Kiddies nicht nur auf die Sieger schaute. Es geht in erster Linie natürlich darum, hier den einen oder anderen, das ein oder andere Talent zu sichten. Deuten sich auch ein paar gute Ergebnisse schon an. Ziel ist ja dann irgendwann mal, die Kinder mit der 5. Klasse an Schul- und Leistungsprozent zu bringen. Das Besondere am Pokal der Vereinsbesten, die Teilnehmer waren beim Kampf um eine bessere Nachwuchsförderung nicht auf sich allein gestellt. Zwar stieg schon jeder für sich ins Becken, aus der geschwommenen Zeit resultierte dann aber eine Punktzahl, die dem Mannschaftskonto gut geschrieben wurde. Dieses Teamgefühl setzte natürlich häufig ungeahnte Kräfte frei. Ich schwimme da meistens schneller als sonst, weil man halt auch sagt, für das Team muss man noch mal eine Schippe drauflegen. Und ja, da schwimme ich halt meistens noch mal schneller als sonst. Ein zweiter motivationssteigender Faktor waren ganz klar die Zuschauer. Das Heer der Verwandten und Freunde feuerte die Nachwuchssportler von der Tribüne lautstark an und fieberte natürlich gebannt mit. Das galt auch für Lars Wallroth. Der Fußballchef der Weltzeitung drückte seiner Tochter Mina die Daumen und zeigte sich von der Atmosphäre überaus begeistert. Ja, es macht riesen Spaß hier zuzugucken. Vor allen Dingen sind wir normalerweise an irgendwelchen kleinen Hallen und hier vor großem Publikum. Das ist natürlich was ganz Besonderes, gerade für die Kinder, aber auch, ich glaube, die Erwachsenen haben alle einen 180er Puls, also tolle Sache. Am meisten Grund zum Jubeln gab es schließlich für das Fanlager des Berliner TSC. Ganze 88 Punkte trennten den drittgrößten Schwimmverein der Hauptstadt in der Gesamtwertung von der zweitplatzierten SG Neukölln. Bei einem so großen Vorsprung stellt sich natürlich die Frage, was der Berliner TSC im Training so viel besser macht als die Konkurrenz. Erstmal wirklich die Technikausbildung in den Vordergrund stellen und dann so nach und nach mit den Trainingsintensitäten beginnen. Und das zahlt sich letztendlich aus, denn nur wer die beste Technik schwimmt, gewinnt am Ende. Gewonnen hat aber genauso der Berliner Schwimmverband. Denn bei so vielen hervorragenden Nachwuchsleistungen sollte es auch mit der Zukunft des BSV bestens aussehen.